Chicken wow, chicken wow. Quad. Hey, du. Ich war bei Dexter. Und? Von deinem Kollegen Patrick gab es da oben keine Spur. Dexter konnte sich zwar an ihn erinnern, aber er sagte, Patrick sei schon längere Zeit nicht mehr da gewesen. Und du bist dir sicher, dass Dexter dich nicht belogen hat? Nein, das bin ich nicht, aber mehr kann ich dir auch nicht sagen. Ich verstehe das nicht. Der Kerl ist wie vom Erdboden verschluckt. Tja, du hast dich an deinen Teil der Abmachung gehalten. Was ist jetzt mit Torloffs Probe? Du kannst ruhig zurück zu Torloff gehen. Betrachte den Auftrag und damit die Probe als erledigt. Ich hab dir doch gesagt, ich kümmere mich darum. Jo, Mann. Boah, ich kriege immer so eine Panik. Ich denke immer, er will uns angreifen und töten. Warum habe ich so viele Haiepflanzen? Aber viele Dunkelpilze, das ist gut. Gut. Torloff, ich will mit dir sabbeln, ich will mit dir nichts machen, ich will bla. Yay! Torloff! Miau. Ich habe da meine eigene Meinung. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts. Jarvis meint, du stehst auf der richtigen Seite. Cord ist der Meinung, du müsstest erst lernen, besser mit der Waffe umzugehen. Cypher sagt, für ihn wäre sonnenklar, dass du mitmachst. Irgendwas schien ihm ziemlich zu freuen. Rod hast du wohl überzeugt, dass du stark genug bist. Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Von Silvio und Bulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Die beiden Schwachköpfe sind gegen jeden. Basta meinte, du wärst okay. Und da hält dich für ein Kameradenschwein. Aber seine Stimme zählt hier sowieso nicht viel. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten hast du wohl überzeugt, indem du die Probe bestanden hast. Auch wenn Cord dabei etwas nachgeholfen hat. Meine Stimme hast du jedenfalls. Die meisten Söldner sind für dich. Von unserer Seite geh zu Lee. Ja, aber das werden wir nicht machen. Na, wir wollen ja Magier werden. Ein edler Magier des Feuers, der alles nicht niedermetzt. Das es gibt. Stirb, du Schaf! Nein. Ich mache hier noch auf dem Hof eine Mini-Quest und dann werde ich mal gucken, was die Söldner sagen. Was ist das denn? Was machst du hier? Schafe hüten. Und wenn es geht, allem Ärger aus dem Weg gehen. Gelingt dir nicht immer was? Nee, vor allem nicht bei den Söldnern. Da bin ich eigentlich froh, draußen auf der Weide zu sein. Obwohl das auch sehr gefährlich sein kann. Was ist denn auf der Weide so gefährlich? Na, hier in der Gegend treibt sich ein kleines Rudel von Wölfen herum. In letzter Zeit sind die Mistviecher fast täglich gekommen und haben eins meiner Schafe gefressen. Haha. Vor ein paar Tagen hatte ich fast doppelt so viele Schafe. Ich mag gar nicht daran denken, was Una mit mir macht, wenn er es erfährt. Was, wenn ich die Wölfe töte? Du allein? Das glaube ich nicht. Das würde ich noch eher meinem Leithammel zutrauen. Dann eben nicht. War nur so ein Vorschlag. Ich werde mal zu den Jungs rübergehen und sehen, was die dazu sagen. Warte doch mal. Okay. Du bist der Größte und du wirst es mit 100 Wölfen gleichzeitig aufnehmen können. Kein Problem. Sie lauern meistens zwischen den Bäumen in der Nähe der Weide. Ich glaube, es waren nur 4. Ja. Das machen wir mal eben kurz, keine Sorge, das sind junge Wölfe, sonst wäre das auch ein bisschen hart. Aber... Oh, ein Lager. Bam! 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 Komm her, du Buggy! Bam! Ich bin gut, ne? Ich bin hier der Wolfskiller. Wölfe sind kein Problem mehr für uns, wir sind der Megatöter. Oh, ein Licht, ich werde es ihm nicht folgen. Ja. Nichts zu plündern. Und das war gerade ein Zitat aus meinem Let's Play Ghosting 1. Wir sind nämlich der Megatöter, Wölfe sind kein Problem mehr für uns. Zack, 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 tot. Tja, scheiße gelaufen, würde ich sagen. Scavenger-Keule. Weidenbogen. Oh, Weidenbogen. Ja, mein Geschicklichkeitspunkt zu wenig. Ja, leckt mich fett. Oh. Fett.
Quelle. Aufsammeln! Aufsammeln! Truhe. Nur Dreck. Ja, nur Dreck. Bla bla bla, Mr. Freeman. Ja. Wie viele Episoden mache ich heute? Wird sich zeigen, ne? Ich will nämlich meine Grafikkarte noch weiter testen. Die Wölfe sind erledigt. Du hast es geschafft? Innos sei Dank. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich es Una beibringe, dass mir die ganzen Schafe fehlen. Dieser verdammte Vulko ist an allem schuld. Warum hast du das mit den Wölfen nicht den Söldnern gesagt? Ich dachte, die arbeiten für euch. Ja, ich weiß. Das hätte ich tun sollen. Habe ich aber nicht gemacht, verdammt nochmal. Und jetzt, wo schon so viele Schafe weg sind, habe ich Angst, es überhaupt noch jemandem zu erzählen. Mir hast du es doch gerade erzählt. Das bereue ich auch jetzt schon. Hey, ich hab... Egal. Kann ich ein Schaf kaufen? Jederzeit. Wenn du den Preis bezahlen kannst. Ein Schaf kostet dich 100 Goldstücke. Wenn du die bezahlst, kannst du dir ein Schaf mitnehmen. Aber du musst es gut behandeln. Mhm. Hier sind 100 Goldstücke. Gib mir ein Schaf. Gut. Nimm dir die Liesel mit. Du findest sie hier auf der Weide. Sag ihr einfach, sie soll dir folgen. Sie ist ziemlich klug für ein Schaf. Behandle sie gut. Ja. Denn wir brauchen ein Schaf, um bei den Söldnern aufgenommen zu werden. Hallo, Schaf. Komm mit. Feine Liesel, brave Liesel, komm mit, feine Schaf. Ja, rückwärts gucken. Hallo, Kurt. Ja, damit wären wir auch so gut wie bei den... Was wollte ich sagen? Ja, wir sind so gut wie bei den Magiern aufgenommen. Das Schwierige daran ist, das Schaf lebend hinzubringen, weil es so übelst lahm ist. Komm. Hoppel, hoppel, Schaf. Hoppel, hoppel, Reiter. Wenn er fährt, dann schreit er. Sentenza. Messer in den Rücken. Komm. Putt. Immer mal wieder warten und warten und warten. Und natürlich das Warten nicht vergessen. Jetzt komm. Hopp. Hallo Greg. Hopp. Ja. Oh. Ich nehme nie auf, während ich gerade was hochlade. Hopp. Heilpflanzen! Ich hoffe, das sieht man nicht im Video. Alter, was ist denn gerade los? Also entweder mag Gothic meine ATI-Grafikkarte nicht, meine ATI Reden HD 4670, oder ist, mag es nicht, wenn ich aufnehme, hochlade und spiele. Kommt ganz drauf an. Jetzt beweg deinen fetten Arsch, du lahme Schaf. Und das ist so nervig. An dieser Stelle einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns bis gleich.